Obwohl ich in eine christliche Familie hineingeboren wurde, bin ich kein gläubiger Christ. Meine Familie hat sich zwar aktiv an kirchlichen Aktivitäten beteiligt, aber ich hatte kein besonders starkes Interesse an Religion. Als ich sehr jung war, ging ich ein paar Mal mit meiner Familie in die Kirche, und es war keine aufregende oder interessante Erfahrung für mich. Wie viele andere Kinder empfand ich die Kirche als einen relativ langweiligen Ort. Als ich etwa 5 Jahre alt war, gingen meine Mutter und ich zu einer Veranstaltung in der Kirche. Ich saß in den Kirchenbänken und begann mich bald zu langweilen und ungeduldig zu werden. Ich konnte vieles von dem, was der Pastor sagte, nicht verstehen. Die Zeit schien mir sehr quälend zu werden. Nach einer Weile wurde ich immer ungeduldiger. Meine Beine wackelten ständig und meine Finger fummelten an der Dekoration der Kirchenbänke herum. Ich begann laut zu husten, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber das interessierte niemanden. Ich wurde immer ungeduldiger. Ich begann zu jammern und dachte, dass dieser Ort wirklich langweilig war. Mein Gejammer erregte die Aufmerksamkeit meiner Mutter. Ihre Augen waren voller Warnung und Unmut, als sie mich mit leiser Stimme ermahnte, die Leute in Ruhe zu lassen. Sie bemühte sich, die Fassung zu bewahren und versuchte, mich zu beruhigen. Ich verunsicherte die Leute um mich herum. Sie warfen mir vorwurfsvolle Blicke zu, und ich konnte ihren Unmut spüren. Aber in diesem Moment waren mir ihre Gefühle egal, ich fühlte mich nur ungerecht behandelt. Diese Erfahrung war mir sehr peinlich. Infolgedessen ging ich nicht sehr oft in die Kirche, nicht mehr als etwa 10-mal. Allmählich stellte ich meine religiösen Überzeugungen in Frage und dachte über das Wesen der Religion und ihre Bedeutung nach. Ich zog es vor, mir meine eigenen Vorstellungen vom Glauben durch meine eigenen Erfahrungen zu bilden, anstatt mich von meiner Familie beeinflussen zu lassen. Obwohl ich kein gläubiger Christ bin, respektiere ich die Entscheidung meiner Familie für den Glauben. Als ich 19 Jahre alt war, hatte ich gerade die Hicks-Schule abgeschlossen. Eines Tages war ich mittags allein mit meiner Großmutter zu Hause. Nach dem Mittagessen fühlte ich mich müde und sagte meiner Großmutter, dass ich mich ein wenig ausruhen wolle. Innerhalb von 10 Minuten, nachdem ich mich hingelegt hatte, fiel ich in einen tiefen Schlaf. Plötzlich wurde alles dunkel. Ich fühlte mich wie in einer Leere, kein Geräusch, keine Berührung, nur endlose Dunkelheit. Die Dunkelheit hielt nicht lange an. Plötzlich sah ich ein helles Licht erscheinen, ein Licht, das so hell war, dass es fast den ganzen Raum erhellte. Dieses helle Licht war etwas ganz Besonderes, es war nicht nur physisches Licht, sondern es strahlte eine Art göttliche Kraft aus. Es gab mir ein Gefühl von Frieden und Freude. In diesem Moment fühlte ich mich sehr wach und mein Bewusstsein wurde scharf. Die Menschen um mich herum sagten mir, dass ich nur geträumt hätte und dass es in meinem Schlaf dunkel sein sollte. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass das Gefühl völlig anders war als ein gewöhnlicher Traum. Damals wurde mir klar, dass es sich um eine besondere Erfahrung handelte, die sich völlig von der realen Welt unterschied. Meine Seele verließ meinen Körper. Ich kann nicht sagen, dass sie ganz weg war, denn eine Hälfte meiner Seele war draußen und die andere Hälfte war noch mit meinem Körper verbunden. Umgeben von vielen anderen Seelen. Es war, als ob wir uns in einer Reihe aufstellten, um an einen unbekannten Ort zu reisen, wobei jede Seele auf das gleiche Ziel zusteuerte. Während dieser Reise waren wir von vielen Engeln umgeben, die uns begleiteten. Sie sangen wunderschöne Lieder, was die ganze Reise noch feierlicher und wunderbarer machte. Ihre Gesänge schienen ein Wegweiser zu sein, der mich mit mehr Entschlossenheit vorwärts gehen ließ. Das Licht strahlte ein Gefühl der Wärme aus. Ich spürte eine Kraft, die mich aus der Ferne rief.
Ein Ruf, der mich mit Vorfreude und Sehnsucht erfüllte. Nachdem ich aus dem Tunnel herausgetreten war, erschien vor mir ein majestätisches Gebäude. Die anderen Seelen gingen durch ein großes Tor und betraten das Gebäude. In dem Moment, als sie durch das Tor gingen, sah ich, dass sie alle in weiße Gewänder gekleidet waren. Mir wurde klar, dass ich mich von meinem früheren Leben verabschieden würde, sobald ich durch diese Tür ging. Ich folgte ihnen nicht sofort durch diese Tür, denn ich war neugierig auf diesen Ort. Ich bemerkte, dass der Ort mit Blumen in allen Farben bedeckt war und dass ein schwaches weißes Licht um ihre Blütenblätter schimmerte. Ich spürte ein starkes Gefühl der Liebe in dieser Umgebung, als ob ich in ein warmes Zuhause zurückgekehrt wäre. Diese Liebe erfüllte den ganzen Raum. Der Himmel hatte eine blaue Farbe, die ich noch nie gesehen hatte, und er strahlte ein Gefühl der Reinheit aus. Während ich die Aussicht bewunderte, tauchte plötzlich ein Mann vor mir auf. Ich starrte ihn verwirrt an, und dann wurde mir klar, Gott, es war mein Großvater. Er war vor 12 Jahren verstorben, und in diesem Moment erfüllte seine Anwesenheit vor mir mein Herz mit Schock. Ich sah auch meinen Onkel in der Menge, und auch andere Verwandte waren da. Sie empfingen mich mit offenen Armen. An diesem wunderbaren Ort wurde die Zeit unwichtig. Unsere Begegnung schien die Grenzen der Zeit zu überschreiten. Sie zeigten großes Interesse an meiner Entwicklung und meinen Veränderungen. Wir spürten ein neues Gefühl von Präsenz und Fürsorge füreinander. Hier wurde ich nicht von den Zwängen der Zeit verfolgt, und unsere Begegnung schien ewig zu dauern. Großvater streckte seinen Arm aus und gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Wir kamen an einen Ort voller Licht. Das Sonnenlicht strömte in jeden Winkel und erfüllte ihn mit Wärme und Mitgefühl. Ich bemerkte eine Gruppe von Menschen um mich herum, die schweigend beieinander standen, als ob sie auf unsere Ankunft warteten. Ihre Augen waren voller Liebe und Fürsorge. So als wüssten sie alles über mich. In ihrer Mitte spürte ich eine Kommunikation, die über Worte hinausging. Ich sah einen großen, freundlichen Mann, von dem ich dachte, er sei Gott. Er lächelte, und in seinem Blick lag unendliche Weisheit und Mitgefühl. Seine Gegenwart ließ mich Ehrfurcht und Frieden empfinden. Gott schien meine innersten Zweifel zu verstehen, und ich spürte seine Liebe und Akzeptanz. Ich stand in der Gegenwart Gottes mit Fragen in meinem Herzen. Ich flüsterte und fragte Gott, ob der Glaube wirklich wichtig sei. Gott lächelte und antwortete mir, mein Kind, dass der Glaube eine wichtige Bedeutung im menschlichen Leben hat. Er ist eine Quelle der Kraft, um die Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens zu meistern. Ich fuhr fort zu fragen, warum der Glaube so wichtig ist. Gott schwieg einen Moment und antwortete dann sanft, der Glaube ist das Fundament der menschlichen Seele und die Verbindung zu mir. Durch den Glauben kannst du dich mit der göttlichen Kraft verbinden und nach Wahrheit und Sinn suchen. Der Glaube gibt euch nicht nur Hoffnung und Trost, er inspiriert euch auch zu Güte und Integrität. Ich fuhr fort, indem ich sagte, dass es auf dieser Welt zahlreiche Glaubensrichtungen und Religionen gibt. Jeder hat andere Überzeugungen, und sind sie alle richtig? Gott lächelte und erklärte mir, mein Kind, dass jeder Glaube einzigartig ist und es kein richtig oder falsch gibt. Ich fragte weiter, kann ich Wahrheit und Sinn finden, wenn ich keine klare religiöse Überzeugung habe? Gott antwortete, mein Kind, der Glaube ist vielfältig. Du musst nicht eine bestimmte Religion praktizieren, sondern sie mit offenem Herzen erforschen und verfolgen. Die Wahrheit existiert in jedem Menschen. Ganz gleich, welche Form dein Glaube annimmt, es ist wichtig, dass du ein Herz für die Wahrheit und das Gute behältst. Als ich die Antwort Gottes hörte,
fühlte ich mich erleuchtet und innerlich getröstet. Ich habe viel von Gott gelernt, und alle meine Zweifel wurden beantwortet. Am Ende sagte mein Großvater von der Seite zu mir, dass ich für immer bei ihnen sein könnte, wenn ich durch diese Tür ginge. Dieser Vorschlag war sehr verlockend, aber ich gestand meinem Großvater meine Gedanken. Ich sagte meinem Großvater, dass ich noch nicht hier bleiben wolle. Ich war erst 19 Jahre alt und mein Leben hatte gerade erst begonnen. Es gab noch vieles, was ich nicht erlebt hatte. Ich hatte noch nicht ausprobiert, wie es ist, ein Vater zu sein. Ich hatte damals eine Freundin, und ich wollte sie auch nicht verlassen. Mein Großvater verstand und akzeptierte meine Entscheidung. Er verstand, dass junge Menschen ihre Träume verfolgen und das Unbekannte erkunden sollten. Er lächelte mich an und brachte seine Unterstützung für meine Entscheidung zum Ausdruck. Mein Großvater erinnerte mich auch daran, dass man im Leben mit vielen Herausforderungen konfrontiert wird. Er hofft, dass ich immer eine positive Einstellung behalte und den Rückschlägen des Lebens mit Mut begegnen kann. Er ermutigte mich, an mich selbst zu glauben und daran, dass ich Hindernisse überwinden und meine Träume verwirklichen kann. Gott flüsterte, mein Kind, du hast unbegrenztes Potenzial und unbegrenzte Kraft. Wie steinig der Weg auch sein mag, der vor dir liegt, du wirst nicht allein sein, und ich werde immer bei dir sein. Unser Abschied bedeutet keine Trennung. Wann und wohin du auch gehst, atme einfach tief durch und fühle den Frieden in dir, meine Liebe und Führung werden immer bei dir sein. Mein Großvater kam auf mich zu und umarmte mich ganz fest. Plötzlich erschien ein Engel neben mir. Sie hatte ein wunderschönes Paar Flügel. Der Engel streckte sanft seine Arme aus, und wir begannen, durch die Dimensionen von Zeit und Raum zu reisen. Ein strahlendes Licht umgibt uns, und wir durchqueren unzählige Galaxien und Universen. In dem Moment, als ich in meinen Körper zurückkehrte, spürte ich eine starke Kraft. Mein Bewusstsein verband sich wieder mit meinem Körper und ich fühlte mich voller Vitalität und Energie. Ich spürte wieder den Rhythmus meines Atems. Du bist in deinen Körper zurückgekehrt, sagte der Engel. Erinnere dich an die Worte Gottes, seine Liebe wird immer mit dir sein. Der Engel verschwand langsam vor mir. Ich sprang vom Bett auf und lief schnell in die Küche, um nach der Zeit zu sehen. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass eine lange Zeit vergangen war, waren es in Wirklichkeit nur knapp 2 Minuten. Ich war so verwirrt, weil ich erst 19 Jahre alt war und mich bester Gesundheit erfreute. Warum sollte so etwas passieren? Vielleicht war es eine Art, eine Botschaft zu senden. Obwohl dieses Erlebnis viele Fragen in mir aufgeworfen hat, hat es mich auch dazu inspiriert, tief über meinen Glauben nachzudenken. Das Erlebnis hinterließ einen tiefen Eindruck in meinem Herzen, und ich lernte, offen zu bleiben und das einzigartige Glaubensverständnis jedes Menschen zu respektieren. Ich begann, meine Erfahrungen mit anderen zu teilen, hörte mir ihre Einsichten an und schöpfte Weisheit und Inspiration aus ihnen. Ich erkannte, dass der Glaube vielfältig ist und dass jeder Mensch seine eigene Art hat, die Wahrheit zu finden. Als ich das erforschte, fand ich allmählich meinen eigenen Weg des Glaubens. Ich wurde ein gläubiger Christ. Ich verstehe, dass Gottes Gegenwart real und tiefgreifend ist. Seine Liebe durchdringt mein Leben und ist der Kern meines Glaubens. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Führung und Liebe immer bei mir sein werden, um mich in meinem Leben zu unterstützen und zu leiten. Als gläubige Christin möchte ich meinen Glauben an meine Kinder weitergeben. Ich werde auch ihre Entscheidungen und ihre Fähigkeit, unabhängig zu denken, respektieren. Ich möchte, dass sie die Freiheit haben, ihren eigenen Glauben zu erforschen und ihre eigene Wahrheit und Bedeutung zu finden.
Ich hoffe, dass meine Kinder durch mein Handeln die Bedeutung des Glaubens verstehen werden.